Habe ich was gerade wieder übersehen? Ich habe doch Dratels Zauberbuch. Wo ist der das Ding schon wieder? Ach, hier. Delanes Auftrag. Ja, Dratels Zauberbuch. Ich habe einen Elfenmagier namens Dradel getroffen, der scheinbar ein wenig verrückt ist. Er behauptet, Baldurans Freund und Navigator während der letzten Reise des Helden gewesen zu sein. Zudem behauptet er, dass diese Insel von Lykatropen befallen sei. Dradel bat mich, sein Zauberbuch aus dem Wrack von Baldurans Schiff zu bergen. Das Buch liegt wahrscheinlich in einer Truhe in der Nähe von Baldurans Kabine. Dradel sagt, dass Baldurans Besatzung bei der Rückkehr von einer katastrophalen Reise nach Ankorum auf dieser Insel Halt gemacht hat, um ihre Vorräte aufzufüllen. Einige Mannschaftsmitglieder wurden von Lykatropie befallen und griffen die anderen an. Dradel gelang in die Flucht und seitdem hätte er sich in einer alten Hütte versteckt. Gut, vorbei an den Bären. Brave Schwarzbären, wir wollen nicht gegen euch kämpfen. Aber ja, das ist Baldurans Schiff. Kommt, nervt jemand anderen. Also, bevor wir da reingehen. Was ist es diesmal? Ich fühle mich so zärtlich. Worum geht es diesmal? Ihr habt geläutet? So, alles ist drauf und wir können reingehen. Oh, wir kriegen sogar eine neue Cutscene. Hallo, Wölfe. Was ich tue? Ja, mein Schatz, aber natürlich. Worum geht es diesmal? Oh nö, von einem. Meine Milz! Ihr braucht nur zu fragen. Sprecht und verschwindet. Wo ist Vikonia? Ach da. Ja? Oh. Wie bedauerlich, dass euer Leben nur so kurz war. Vita Mortis Aeon. So, das war die erste Ebene. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Und das war mein Tod. Wie ihr wünscht. Zum Glück habe ich einen Quicksave. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach oben und töten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hab keinen Bock zu reden. Sagt an. Sicher. Ja, mein Schatz. Worum wie ihr. Ja? Okay, die brauchen mehr auf die Ömmel. Aha.
euch hält. Lasst ihn aus. Was ist vielleicht Frosting tot? Haben wir noch eine Heilung? Nö, haben wir nicht. Ich fühle mich ja so sehr wie ihr wünscht. So, jetzt müsste noch eine Ebene kommen, ja. Meine Milz, wie ihr wünscht. So schnell wieder runter. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Trink gleich noch mal ein. Wir haben ja genug Heiltränke. Kommt, nervt jemand anderen. Worum geht es diesmal? Dann noch mal eine Hast. Ich brauche hier. Haben wir noch eine Verteidigungskoordination? Ja. Ja? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wo sind mich im Handumdrehen auf? Was ist es diesmal? Sagt an. Ja, dort, du kannst mal Lebensentzug machen. So, jetzt sollte es hoch auf die letzte Etage gehen. Karuk, wer wagt es, unangekündigt zu nähern? Folter und Tod, alle, die eindringen bei Karuk. Namen interessieren die Toten nicht. Wir sind die Gruppe von Brenno. Wir sind gekommen, um euren Schreckensherrschaft, die Insel, ein Ende zu setzen. Wir sind Fremde, die auf dieser Insel gestrandet sind. Und ihr seid offensichtlich der mächtigste Verbündete hier. Wir möchten eurem Clan beitreten. Wir möchten uns euch anschließen. Seid still, ihr und eure Hündin, ihr werdet jetzt sterben. Wir sind Fremde. Vielleicht ich lasse das zu, aber ihr müsst tun was für mich. Und was wäre das? Meine Familie und ich sind gefangen schon seit vielen Jahren auf Insel. Ich habe gesehen, euer Schiffswrack. Ihr seid auch hier gefangen. Die anderen haben gebaut Boot, sie uns nicht erlauben, mit ihnen zu segeln. Sie müssen sterben, damit wir können leben. Zerstört sie alle. Nur dann könnt ihr euch uns anschließen in Ruhm und Freiheit. Ich danke euch, Karuk. Ihr selbst habt eure vollkommene Nützlichkeit auf das Äußerste bewiesen. Dieser Ort wird ein angemessenes Grab für eure verrottende Leiche sein. Absolut, Karuk. Wir werden die ganze Insel für euch entvölkern. Wir sehen euch in einer Stunde. Niemand ist in der Lage, eine ganze Insel zu zerstören. Euer Vorschlag ist lächerlich. Ihr wagt es euch lustig zu machen über Karuk? Kommt, nervt ihr mich an! Wie kann ich helfen? Worum geht es? Habe ich noch irgendwas? Ich habe noch ein Schild. Wie ihr wünscht. Boah, ey, ich bin ja fast tot. Ja, mein Schatz. Sprecht und... Okay. Unser Vater ist tot. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Das wäre... Ja... Niemals, ihr werdet jetzt sterben, okay. Ich hab keinen Bock zu reden. Sag. Dieser Zwerg sah auch schon mal besser aus. Wie kann ich helfen? Okay.
Worum ihr braucht, nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verarschen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Das war Dorn, der wurde von großer Werwolf getötet, okay. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir benutzen könnten? Wie kann ich helfen? Worum geht wie ihr wollt? Ja, ja, nehmen wir dasselbe wieder. Sicher. Sagt an. Sänger der Nacht. Was ist es diesmal? Kraft. Ja? So, jetzt muss dringend der große Werwolf weg, weil der ist irgendwie am gefährlichsten und stärksten. Dieser Zwerg sah auch schon mal besser aus. Sprecht und verschwindet. Okay, der nimmt irgendwie gerade keinen Schaden, der Kerl. Okay, dann gucken wir, dass wir erstmal seine Leute loswerden. Und dann flüchten wir ganz schnell. Nichts mit flüchten. Okay, neu laden. Ihr braucht nur zu fragen. Ich hab keinen Bock zu reden. Das wird kein schneller Tod. Okay, gucken wir mal, dass wir erst... Wie kann ich helfen? Worum geht es dir? Ich werde mich im Handumdrehen. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Okay. Wir werden uns jetzt erstmal zurückziehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Und hier mal rasten. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. So, wir haben geruht. Da ruhen wir gleich nochmal. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Ich habe keine Ahnung, ob die Heilzauber, die ich selber besitze, bis zur beim Rasten eingesetzt werden. Auf jeden Fall muss ich jetzt alle erstmal voll heilen. So, rasten wir nochmal. Okay, wir haben eine Cutscene oder sowas. Oh, Dorn, ihr scheint es nun wirklich so einiges durchgemacht zu haben. Ich streite weder meine erlittene Mühsal ab, noch ersuche ich euch um euer Mitleid. Ach komm, sicher habt ihr auf eurem Lebensweg schon mal den Punkt erreicht, an dem ihr einem trostspendenden Wesen nicht abgeneigt wart, oder? Zurück, Weib!
Geschickte Hände mögen andere Männer in Versuchung führen, aber ich erkenne in ihnen das, was sie wirklich sind, Diebeswerkzeuge. Wenn ich euch je wieder in der Nähe meiner Ausrüstung sehe, schlitze ich euch den Hals auf. Sehr nett. Ich nur, wenn ihr... Gut, Benno, können wir weiterziehen. Bitte. Worum geht es, wie ihr wünscht? Gut. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Wie sieht's jetzt eigentlich so mit Erfahrungspunkten aus? Ach, Lehrer braucht nicht mehr viel. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier wieder rein.